Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gestern richtig, richtig spät mit der Fähre hier auf Santorini angekommen und wollen jetzt mal direkt den Vlog starten. Wir starten heute mal direkt mit dem Frühstück. Ganz untypisch für uns. Ja. Aber wir haben geplant, uns die ganze Insel anzuschauen und nehmen euch natürlich dabei mit. Und du bist halt der Routenplaner. Ja, wir haben hier von unserer Autovermietung eine sehr coole Map bekommen. Ich kann euch ja auch mal kurz zeigen, wo wir sind. Wir sind hier in der Nähe von Fira und wir wollen jetzt erstmal hoch nach Oja und vielleicht schauen wir auf dem Weg kurz mal hier vorbei, um zu gucken, was für Spots da sind. Heute Morgen sind wir auch einmal dahin gefahren, es war aber zu windig, deswegen sind wir dann hier die komplette Strecke runter bis zum Lighthouse gefahren. Da war aber eine Baustelle und man konnte nicht auf so einen Aussichtspunkt, deswegen sind wir erstmal wieder zurückgefahren. Da wollen wir aber auch noch hin, weil hier unten ist nämlich der Red Beach, da wollen wir noch hin. Und wir wollen auch noch hier zu dem Black Beach, der ist da. Perissa, ja. Genau. Genau hier. Da, genau. Das ist der Plan. Dann geht's Und los. schauen, wie es uns gefällt. Wir machen jetzt einen kurzen Stop in Imerovigli. Hier kann man übrigens überall das Auto relativ gut, günstig in der Nähe des Orts aktuell parken. Es gibt nämlich zwei Routen nach Oja, einmal oben rum und einmal unten an der Küste entlang. Und die unten an der Küste entlang ist richtig, richtig toll, wenn ihr ein Auto habt. Wir würden euch grundsätzlich eh empfehlen, ein Transportmittel hier auf der Insel zu nutzen. Wir haben jetzt ein Auto, worüber wir sehr glücklich sind, weil die Strecken doch sehr lang sind. Also Santorini ist keine kleine Insel, vor allem wenn ihr beispielsweise auch zum Leuchtturm und nach Oja wollt. Das sind fast Strecken von 40 Minuten und auf dem Quad könnte das, glaube ich, ganz schön unbequem werden, vor allem zur Mittagssonne. Also wir sind sehr happy, dass wir ein Auto haben. Das waren auch nur 20 Euro am Tag, also das war wirklich okay, muss ich sagen. Genau, und die Parksituation im Moment ist noch total in Ordnung. Wir wissen natürlich nicht, wie es in der Hochsaison ist. Ja, da muss man dann einfach mal spontan schauen oder mal bei den Einheimischen nachfragen. Wir haben jetzt in Oja eingeparkt, direkt am Eingang zur Altstadt, also nur ein paar Minuten müssen wir jetzt laufen. Echt super, hier ist kaum was los. Tour durch Oja. Wir sind nämlich hier in Griechenland heute am 15.05., weil Griechenland ab heute für den Tourismus wieder offiziell öffnet und es ist richtig leer. Es ist einfach schön hier zu schlendern. Wir werden auch später am Tag noch mal wiederkommen, um den Sonnenuntergang hier zu genießen. Hier auf Santorini gibt es übrigens ganz, ganz viele verschiedene Strände und unserer Meinung nach sind die drei besondersten einmal der White Sand, der Black Sand und der Red Sand Beach. Total cool, dass es auf einer Insel so viele verschiedene Landschaften gibt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, zwei davon anzufahren, und zwar einmal den Red Sand Beach und einmal den Black Sand Beach. Und wie das Ganze jetzt aussieht, werdet ihr jetzt sehen. Thank you.
Zwei kleine Anmerkungen zum Schwarzen Strand. Erstens, wenn ihr die Drohne fliegen wollt, geht am besten nach Perivolos und nicht nach Perissa, denn in Perissa ist sehr nah am Flughafen und dort ist eine Flugbeschränkungszone und dann wird eure Drohne euch Fehler anzeigen. Zweitens finden wir hier in Perivolos, kann man wunderschön am Straßenrand mit Blick auf das Meer stehen. Das wäre perfekt für Jim. Wirklich toll. Können wir uns echt mal vorstellen, hier ein paar Wochen im Winter am Strand zu verbringen. Jetzt müssen wir uns ranhalten, dass wir noch rechtzeitig nach Oya kommen, um den Sonnenuntergang zu erwischen. Wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da und abonniert uns ganz gerne. Bis zum nächsten Mal.